Einen wundervollen guten Nachmittag zusammen. Herzlich willkommen auch an dich, Marius. Du bist heute mehr oder weniger mein Interviewpartner. Weil, ich habe ja keine Ahnung, aber du warst auf einer sehr spannenden Messe, wo es um Mobile ging, also Smartphones hauptsächlich, aber es ist ja noch so viel mehr dort. Erzähl, wie war's? Es war anstrengend. Also für mich ist so das Anstrengendste in meinem Job, immer auf Messen zu gehen, aber ich finde es auch mega geil. Also wirklich, ich habe ja hier den Hour Ring. Und es gibt halt drei Situationen, wo meine Gesundheitswerte am schlechtesten waren. Das war OMR letztes Jahr, das war Gamescom und das war MWC jetzt. Krass. Einfach weil wenig Schlaf, meistens noch lange draußen auf irgendwelchen Abendveranstaltungen und dann gefühlt 100.000 Schritte an einem Tag sammeln. Das ist irgendwie eine gute Kombination. Das ist schon hart. Würde tatsächlich mal mein Schrittziel ein bisschen besser machen, wenn ich mehr auf Messen gehen würde. Ich habe vorhin mal geguckt, ich bin diesen Monat absolut unterdurchschnittlich, weil ich auch eine Woche krank war. Ich bin bei irgendwie so 3.000 Schritten oder so am Tag durchschnittlich, was richtig räudig ist. Also diesen Monat, der ist jetzt noch nicht so lange. Ja. Nee, Moment, das war der letzten Monat. Also Februar. Ja, nicht gut. Nee, egal. Was gab's denn so Spannendes auf der Messe? Ganz viele Handys. So okay. Xiaomi, Huawei, Honor, ZET haben alle so neue Telefone vorgestellt. Okay. Das meiste davon, same shit. Also alles irgendwie bessere Kamera, besserer Prozessor. Also jetzt kein so. Nichts, was man als Endconsumer merken würde, dann auch wirklich, oder? Ja, also alles, ne, so wie immer halt. Irgendwie ein bisschen besser. Cooler. Honor hat mir ein bisschen gefallen, dass sie sich überlegt haben, wie können wir mit AI es schaffen, den User-Erfahrung ein bisschen besser zu machen. Okay. Beispielsweise, kurz Beispiel, du sendest mir eine Adresse per WhatsApp oder besser per Signal. Ich kann die dann antippen, so mit per Drag-and-Drop, so an die Seite ziehen und der erkennt, was die Nachricht für einen Inhalt hat und schlägt mir ganz oben Google Maps vor, dann vielleicht nochmal WhatsApp, dann Gmail und ich kann halt quasi, es ist so wie ein Quick-Share-Menü, kann man das nennen, und ich kann das zum Beispiel dann direkt in Google Maps reinziehen und die Routenführung startet direkt. Also als Beispiel, so eine Sachen fand ich ganz witzig. Aber das ist ganz geil. Also ich meine, wenn du dann nicht mal mehr nachdenken musst, du musst halt vor allem keinen Screenshot mehr machen und dann das irgendwie da reinziehen und, ne? Genau. Ist schon cool. Safe. Hat dich Samsung auch sowas Ähnliches vorgestellt gehabt mit dem... Die hatten Circle to Search. Genau das meine ich, Circle to Search. Dass du einfach quasi einen Kreis mit deinem Finger ziehst und dann ziehst du es irgendwie rein und suchst danach. Das geht in die Richtung. Also du könntest ja eine Adresse einzirkeln, dann müsst ihr die erkennen und dann könntest du wahrscheinlich über Google auch direkt damit suchen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Müsste ich mal testen. Stimmt, du hast das sogar, ne? Ja, ich habe hier das S24. Das hat aber gerade zufälligerweise keinen Akku. Das ist irgendwie so ein Problem bei mir. Ich habe zu viele Geräte, die alle keinen Akku haben immer, weil ich die immer so sequenziell benutze. Ja, okay. Aber also vielleicht beginnen wir mal mit der Sache, die mich am meisten enttäuscht hat. Okay, fangen wir mit dem Negativen an. Genau, also so wie in einer guten Schulpräsentation. Ja. Du kennst doch den Humane AI Pin, oder? Ja, natürlich. Dieses Ansteckding, was dann quasi so ein kleines Display auf dich projiziert, genau, mit dem du dann interagieren kannst. Ja, genau. Ja. Du hast es ausprobieren können? Nee, nicht selber ausprobieren, aber also Qualcomm hatte so einen richtig fetten Stand, wo die so ausgestellt haben, was alles Qualcomm kann. Und da waren ihre Handys, da waren die Meta-Brillen. Also Handys, die Qualcomm-Prozessoren haben, da waren Laptops, die Chips haben und halt auch der Humane AI-Pin, der halt auch einen Qualcomm-Chip drin hat. Ah. Und da stand halt die ganze Zeit ein, zwei Mitarbeiter von Humane vor und haben halt so damit rumgespielt. Mhm. Und ich muss sagen, dieses Teil ist richtig Arsch. Also ich hoffe, dafür kann ich nicht verklagt werden, aber du musst dir vorstellen, du drückst sie so drauf und dann kannst du einen Sprachbefehl machen. Der hat, okay, es war Messesituation, eigentlich richtig verstanden. Ja, in den Tests, die ich gesehen habe, der hat extreme Latenz gehabt. Also bei einem Bericht, ich glaube von CNBC war es so, dass sie 6 Minuten auf eine Antwort gebraucht haben. Klar, auch Messebedingungen, alles cool, aber dann testet das nochmal vorher. Mhm. Dann dieser Projektor auf der Hand, der hat funktioniert, aber die Steuerung, du musst dir vorstellen, wenn du runterscrollen wolltest, musst du deine Hand so nach unten drehen. Okay. Nach oben und rechts und links, aber das hat war alles mega frickelig. Und mein Highlight am Ende. Ist es noch eine Early Access bei dem Humane AI Pin? Also ist quasi noch nicht fertig entwickelt, oder? Also das könnte sich noch verbessern. Ja, auf jeden Fall. Das ist alles Software am Ende. Ja. Ich guck mal ganz kurz nach. Ich meine, der wird aber schon gechippt. Also es war auf jeden Fall eine Vorbestelleraktion schon
da. Okay, okay. Und nur USA bis jetzt. Also wie die Vision Pro auch, dass die... Genau. Hier Humane Pre-Order. Mhm. Naja, 31. März soll ausgeliefert werden. Okay, also schon so weit sind sie. Ja gut, dann ist es schwierig, wenn es so hakelig... Also ich weiß nicht, ich sehe den Use Case nicht unbedingt. Genau. Ich meine, ich habe schon ganz gerne mein Smartphone in der Tasche. Und wenn ich irgendwie ein anderes Interface will, also ich meine, du musst ja das dann auch immer ausrichten, so du darfst ja nicht irgendwie mal, es darf ja nicht mal dein Jackett oder sowas verrutschen oder was auch immer du anhast. So, das muss ja immer genau richtig ausgerichtet sein, dass du es auch benutzen kannst. Und sonst musst du ja so suchen, wo ist denn jetzt gerade mein Interface. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da schneller, wenn ich mein Handy einfach aus der Tasche ziehe oder eventuell mit meinen Earbuds das Ganze steuere, wenn es eh nur ein Sprachbefehl ist. Hundertprozentig. Und ich finde halt auch irgendwie so, mein Highlight war, als sie dann ihr iPhone aus der Tasche geholt hatte, die Demo gemacht hat. Und da dachte ich mir so, okay, cool, du probierst mich jetzt gerade davon zu überzeugen, dass das Teil cool ist, nutzt aber dann dein iPhone, um irgendwie mit deinem Team zu kommunizieren. Ist ja okay, vielleicht will nicht jeder hören, was ihr sagt, aber... Ja, ja. Dann geh doch wenigstens in den Hinterraum. Du hast doch Safe Access zu den Qualcomm-Stand. Also, no hate gegen Humane, aber das weiß ich nicht. Fand ich dann extrem unauthentisch und ja, dass man damit Fotos machen kann, alles cool, aber für mich ist halt so, der Humane AI-Pin und dieser Rabbit Air One sind halt Apps und nicht ein extra Tool. Also ja, ich war echt nicht überzeugt. Also vielleicht auch erste Generation und so, aber ja, und auch so Kleinigkeiten. Also das Teil hört ja auch nicht die ganze Zeit zu, sondern du musst wirklich drauf tippen, deinen Sprachbefehl sagen und loslassen. Ja. Also im Endeffekt, wie wenn du es halt auch bei den Earbuds machst, im Zweifelsfall, weil da kannst du ja auch einfach lange draufhalten. Und dann kriegst du ja auch die Möglichkeit, einen Sprachbefehl zu sagen. Oder bei der Uhr kann ich das auch machen, die ich gerade allerdings nicht anhabe. Oder beim Handy kann ich das auch machen. Ja. Ja, okay. Nee, also für mich ist es eine App und kein eigenes Produkt. Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich sehe den Sinn auch nicht so ganz. Okay, aber was war besser? Also ich meine, Handys waren jetzt eher so okayisch, I guess. Also es war jetzt nichts Bahnbrechendes dabei. Genau. Was hat dich so richtig umgehauen? Gab es irgendwas? Also was mich so, also es waren so Kleinigkeiten. Also beispielsweise so Kleinigkeiten. ZTE hat zum Beispiel ein Flip-Handy vorgestellt, was einfach unter 700 Euro kostet. Wenn ich mir überlege, so ein Samsung Flip kostet halt Taui. Mm. 700 Euro ist, es ist auch ein Mittelklasse-Gerät, ist jetzt nicht krass, aber dass die Technologie so günstig ist. Das war so eine Kleinigkeit. Oder auch eine Sache, die mich so ein bisschen, da habe ich, glaube ich, als es auf der CES vorgestellt wurde, ein Hate-Video zugemacht, weil ich den Sinn nicht gesehen habe. Okay. Aber dann hatte ich das Teil in der Hand. Das war, du musst dir vorstellen, du hast eine iPhone-Hülle. Wie gesagt, ist so eine Kleinigkeit, aber finde ich persönlich cool, wo du unten dann eine Tastatur hast. Das heißt, dein iPhone wird so ein BlackBerry. Dadurch ist das iPhone halt extrem lang, weil halt unten noch die Tastatur mit dran kommt. Quasi über USB dann. Genau, einfach USB und Lightning, genau. Also das war, fand ich, so eine Kleinigkeit, die ich persönlich cool fand. Gut, aber wenn du es zusammenschiebst, dann ist es doch richtig fett, oder? Es ist, also das iPhone wird dadurch halt noch mal locker um so 20% länger. Ja. Einfach. Und wenn du es zusammenschiebst, weil du musst ja irgendwie zusammenklappen, dann ist es schon deutlich... Nee, das schiebst du nicht. Das ist einfach dann ein langer Block. Ah, okay. Also wirklich, ist einfach eine starre Handyhülle, wo unten eine Tastatur rangemacht wurde. Wie kriege ich das in meine Hosentasche? Also bei mir hat es gepasst. Hose, die ich an dem... Also wir haben es zweimal waren wir bei dem Stand. Ja. Sven, ein Creator, Kumpel von mir, der hat ein Interview mit dem CEO davon auch gemacht. Okay. Fand ich irgendwie funny. Heftig, ja, okay. Ja. Das war so, das fand ich einfach cool, weil, also ich meine, gut, also ich sitze heute häufig in der S-Bahn und tippe irgendwas. Ja. Und ja, da finde ich. Du siehst dann halt die Hälfte von deinem Bildschirm nicht. Das stimmt schon. Ja. Und du kannst auch Wie tippst du? Wie tippst du? Tippst du wirklich einzelne Tasten? Ich tippe einzelne Tasten. Ich diktiere auch. Weil ich swipe. Ich weiß, dass Swipe effizienter ist. Ich weiß es, ich mach's aber nicht. Es ist nicht unbedingt effizienter. Du machst häufiger komplett andere Wörter als das, was du eigentlich schreiben möchtest, was auch schon zu teilweise lustigen Twitter-Posts bei mir geführt hat. Ja. Du machst halt mehr Fehler, würde ich sagen, grundsätzlich. Aber ich habe mir das irgendwann, als es relativ frisch rausgekommen ist, habe ich mir angewöhnt zu swipen. Und seither kann ich nicht mehr tippen. Ich bin wahnsinnig langsam. Meine Freundin hat es ausgestellt auf ihrem Handy. Wenn ich irgendwas bei ihr tippe, Alter, ich brauche 10 Jahre, bis ich irgendwas geschrieben habe. Das ist mir viel zu klein. Ich habe viel zu fette Finger für sowas. Während das Swipen funktioniert ganz gut. Aber ja, okay. Spannend. Ja, aber für mich wäre das dann wahrscheinlich eher weniger was. Ich müsste wahrscheinlich mein Handy so quer nehmen, dass ich das tippen kann. Dann. Es ist halt schön. Es ist halt schon, also du musst dich wirklich dran gewöhnen. Die ersten Wörter, die ich damit geschrieben habe, ich habe
Kauderwelsch geschrieben. Übrigens, dazu ein kleiner Funfact, das habe ich letztens gehört, das macht voll Sinn, aber ich wusste es nicht, dass wenn du auf der Handy-Tastatur tippst, dass wenn du den ersten Buchstaben eingibst, dann er berechnet, welche die wahrscheinlich nächsten Buchstaben sind und die Tasten größer macht und die unwahrscheinlichen kleiner. Oh, okay. Das gibt es seit dem ersten iPhone. Es macht voll Sinn, aber ich wusste es nicht. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ist das Apple-only? So? Ich weiß es nicht. Safe nicht. Also ich meine, es ist ja, vielleicht haben sie ein Patent drauf, keine Ahnung. Aber du musst es mal ausprobieren. Ich muss das testen. Also ich habe es letztens probiert und mir hat es geklappt. Wenn du so in die Mitte von zwei, also zum Beispiel, was gibt es denn? Wenn du ein A eingibst. Das macht es nicht visuell größer, sondern... Nein. Software. Weil du sonst nicht schnell tippen könntest auf so ein kleines Display. Nein, bei mir nicht. Bei mir, ich habe gerade ein I getippt, obwohl ich mitten zwischen I und O geklickt habe und oben mir das Wort Top vorgeschlagen wurde. Okay. Also... Ich glaube, Googles Tastatur macht das nicht, beziehungsweise was auch immer ich da für eine Tastatur habe. Aber ja, okay, spannend. Dann ist es so ein iPhone-Ding, ist ja krass. Man muss auch überlegen, du hast ja einen 7 Pro, ne? Ja. Das ist ja ein relativ großes Handy. Die ersten iPhones, da war das nämlich, überleg mal, wie klein die waren. Die waren deutlich kleiner, die waren klar. So winzig. Die Smartphones wurden ja immer kleiner und kleiner und kleiner und irgendwann wurden sie ja wieder größer, als die Smartphones hatten. Ja. Beziehungsweise Handys wurden kleiner, Smartphones wurden größer, ja. Genau. Macht schon Sinn. Wenn man sich überlegt, wie dick so ein Daumen ist, da macht das ja voll Sinn. Deswegen kann ich mit dem Daumen nicht tippen. Okay, spannend. Ja, interessante Idee. Ich glaube, ich würde es Breitbild bevorzugen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, so sprechen oder halt diktieren ist wahrscheinlich so in Zukunft einfacher, nehme ich an. Vor allem, wenn wir uns angucken, wie gut Whisper ist oder Gemini. Ja. Und das ist schon gut. Okay. Genau, was es noch gab, um vielleicht mal zu ein paar richtig coolen Sachen zu kommen, der Lenovo-Stand. Der hatte ein paar richtig coole Highlights. Davon habe ich gelesen. Du hast wahrscheinlich das transparente Laptop gesehen, oder? Genau, das hab ich gesehen, ja. Als ich da das erste Mal vorbeigegangen bin, dachte ich mir so, ist das irgendwie so ein statischer Bildschirm oder so ein Video, was abgespielt wurde? Aber nein, da lief ganz normal Windows drauf. Krass. Und das war schon cool, aber ich hatte so bei so ein paar Dingen, und das war so eine Sache davon, das Gefühl, das wurde nur gemacht, um es auf der Messe zu zeigen. Weil sie haben so gezeigt, sie haben dann so Paint geöffnet und dann war dahinter so eine Blume und dann konnte man so die Blume ummalen, weißt du? Aber okay. Wie viele Use Cases gibt es für einen transparenten Laptop? Vor allem, wenn ich mir überlege, wenn ich so in der Bahn sitze oder, keine Ahnung, doch im ICE sitze, hätte jetzt einen transparenten Laptop und dann jemand würde auf mein Display von hinten drauf gucken. Klar, das ist ungeil. Ja. Aber grundsätzlich sehe ich da richtig, richtig viel Potenzial. Also ich habe mir da auch schon ein paar Gedanken zu gemacht. Warum braucht man sowas? Ich meine, das ist eine Einsteigertechnologie wahrscheinlich. So Laptops ist wahrscheinlich so das Erste, was du machen kannst. Aber überleg mal, wenn du jetzt einfach tatsächlich transparente Bildschirme dann massenweise produzieren kannst und die nicht so teuer sind und dann besser werden. Also Smartphones bedingt, denke ich mal, aber sowas wie Brillen zum Beispiel. Ja, das ist geil, weil da kann ich dann einfach so kleine Sachen hier reinmachen und sehe dann zum Beispiel Navigation, ne? Hier E-Scooter zum Beispiel. Versuch mal, einen E-Scooter mit Navigation zu bekommen. Existiert quasi einfach nicht. Und ich habe schon öfters Leute gesehen, beziehungsweise ich auch, wenn ich auf einer Messe bin. Ich fahre ganz gerne mit den Dingern einfach in der Stadt rum, wenn ich irgendwo brennt bin. Ja, Und dann hast du die Problematik, wenn du nicht weißt, wo es lang geht. Du kennst dich ja nicht aus in, I don't know, Hamburg oder sowas, wo ich da das letzte Mal gemacht habe. Brauchst du irgendein Navigationsgerät? So, du hältst an der Kreuzung an, musst dann dein Handy rausholen. Wo muss ich denn hin? Ah, hier muss ich rechts abbiegen. Super nervig. Wenn du das jetzt in der Brille einbinden kannst, ist das schon ganz geil. Ja. Also ich würde es tun, ehrlich gesagt. Und auch um das Abmalen nochmal irgendwie so ein bisschen vielleicht zu stretchen, das kannst du ja auch einfach, also wenn du wirklich was abmalen möchtest, kannst du auch einfach den Bildschirm sozusagen vor was halten und dann dort abmalen. So. Oder du machst ein Foto mit deinem Handy, er droppt das auf deinen Rechner und fertig. Wenn du es aber von Hand malen möchtest, ist das nicht so geil. Schöner Hintergrund. Nee, vielleicht ganz kurz, ich wollte über Brillen sprechen, weil ich hatte auch ein paar Brillen auf. Tatsächlich? Oh mein Gott, geil. Okay, Das erste, wo ich war bei, ich glaube, das war, also irgendwas mit Zeiss hatten die auf jeden Fall zu. Ich weiß nicht, ob das eine Tochterfirma war oder was auch immer. Und die haben Brillengläser hergestellt und hatten da eine Tech-Demo. Und du musst dir das so vorstellen, du hast quasi ein normales Brillenglas und dann, ich glaube, an der Außenseite war das ein bisschen gewölbt und hier konnte man so ein kleines, also man konnte an der Außenseite ein kleines Display, was quasi im 90-Grad-Winkel zu dem eigentlichen Brillenglas angebaut war, montieren.
also das haben die halt gemacht. Und dadurch konnten die, weil die Gläser bestimmt geschliffen haben, konnten die quasi auf deine Brille, auf das Brillenglas quasi etwas projizieren. Und das war in dem Fall eine reine Tech-Demo, also das konnte gar nicht. Das war einfach nur ein Loop, der durchlief. Ja. Was ich aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm finde, weil ich glaube, dieses, also, sind wir mal ehrlich, wie viel Rechenleistung hat ein iPhone? Mehr als ein Supercomputer vor, was weiß ich, 30 Jahren wahrscheinlich. Ja, ja. Wenn ich mein iPhone in der Hosentasche habe, hier in der Brille Rahmen ein bisschen dicker mache, vielleicht eine, das ist jetzt reine These von mir, also das ist gar nichts, was die mir erzählt haben, aber hier vielleicht einen kleinen Wi-Fi-Direktchip oder so reinbaut, einen kleinen Akku. Ja, oder Bluetooth, genau. Ich weiß nicht, ob da die Brandbreite für reicht, aber einfach nur das Bild hier rauf streamt und die Rechenleistung halt im iPhone lässt, dann haben wir die Technologie schon. Ja. Ich glaube, das, ich meine, so eine Meta-Brille, die zeigt ja auch schon, dass man halt, also, dass die nicht groß sein muss. Und das ist ja einfach nur eine kleine zusätzliche Technologie. Also auf jeden Fall, das fand ich schon mal cool. Das ist nice, ja. Und dann, das war aber so. Aber dann hast du immer die Gefahr, dass du anstößt, oder nicht? Also ich meine, wenn da was absteht. Nee, das war voll integriert. Das war richtig gut. Okay. Ich kann dir nach gleich nochmal ein Bild zeigen. Und dann waren wir am letzten Tag noch, sind wir einfach zufällig durch, also einfach nochmal random durch Hallen gelaufen. Und dann sind wir wirklich kurz am Ende noch beim Stand vorbeigekommen. Und die hatten eine richtige smarte Brille. Das waren monochrome, also bei beiden waren es monochrome Displays. Aber bei der war das so, dass da hatten die, ich weiß nicht, ob das die Gläser waren von Zeiss oder halt andere, aber egal, auf jeden Fall, du hast quasi eine normale Brille aufgehabt, die natürlich ein bisschen klobriger war. Und da konntest du ein paar Anwendungen drauf öffnen. Du konntest zum Beispiel ChatGPT drauf, wo du dann so lange draufdrücken konntest und dann was fragen konntest, hattest dann den Chat in deinem Brillenglas quasi. Du hattest einen Teleprompter, konntest E-Mails lesen, glaube ich. Das war geil, cool. Teleprompter wäre richtig nützlich. Ja. Oh ja, mein oder? Gott. Oder? Also für uns jetzt, also das ist schon geil. Das Ding, was ich ja immer aufbaue, so auf die Kamera hänge, das ist halt einfach, ne, das ist die Größe. Ja. Und dann hängst du da vorne dein Handy rein und dann hast du kein Handy mehr, mit dem du interagieren kannst, falls du es irgendwo im Skript stehen hast. Das fällt dir dann immer zu spät auf, brauchst ein zweites. Ah, geil. Okay, die Idee ist cool. Ja, aber ChatGPT finde ich voll unnötig. Also ich meine, das Ding kann Voice. Das muss ich nicht haben. Ja. Das muss ich nicht lesen. Aber. Also. Das war auch so, also nicht ChatGPT, cool, ja. Sondern einfach OpenAI API mit einer eigenen Speech-to-Text und Text-to-Speech, hat man auch gehört. Es war auch im Prinzip, fand ich, eher eine Tech-Demo. Ja, wahrscheinlich, aber klar. Mir geht es eigentlich nur um eine Sache und das ist, wir sind auf der richtigen Richtung. Wir sind nicht mehr weit entfernt. Es ist einfach, es ist rein ein Engineering-Problem, wahrscheinlich. Ja. Und wahrscheinlich Softwareproblem halt auch noch. Also ich meine, du musst es ja schon noch optimieren und alles feinschliffern, alles machen. Aber es ist schon beeindruckend. Also Infrastruktur, wenn du dann wirklich so eine, wenn du dann wirklich so eine Brille hast, die du dann einfach aufziehen kannst, meine nächste Brille. Vor allem das könnte nicht funktionieren. Aber wenn du dann wirklich so Gläser auch benutzen kannst, so wie du sie brauchst, also ich meine, wir sind beide Brillenträger. Genau. Wenn wir dann wirklich auch unsere Gläser benutzen können oder eigene Gläser bekommen können mit unserer Stärke, ohne dass wir jetzt dann irgendwie zwei Brillen aufhaben, weil ich meine, bei der Oculus ist es so, dass du zwei Brillen brauchst, dann wäre das schon eine spannende Idee, ja. Ah, ich glaube, die Videokonferenz ist wieder abgestürzt. Hallo? Ja, ich höre dich wieder. Okay, top. Kurzer Stocker. Ich habe deine Quintessenz verstanden. Das Ding ist, bei den Zeiss-Leuten, da war das so. Ja. Die habe ich nach meiner Sichtstärke gefragt. Die hatten Gläser in verschiedenen Stärken und das war eigentlich so das Coole daran. Ja, das würde ich dann auch tatsächlich nehmen. Das wäre der Selling Point, den ich bräuchte. Ich meine, man muss es ja auch nicht nutzen. Einfach aber so diesen Sheet Layer über der realen Welt zu haben, ist schon mega cool. Ja. Genau. Ja. Wobei man aufpassen muss, dass es nicht permanent drüber ist. Also ich glaube, so ein permanentes HUD oder sowas, was ich jetzt im Spiel habe, das würde ich nicht wollen. Lebensanzeige. Ich glaube, ich aufregen. Hunger. Inventar. Hunger? Oh, warte. Ja, Inventar würde ich vielleicht noch bevorzugen, damit ich weiß, was ich alles in meinem Rucksack drin habe. Aber so ein grundsätzliches Always-On hat, das wird mich wahrscheinlich nerven. Das ist irgendwie so eine Gesichtsanalyse, welche Emotionen diese Person gerade ausdrückt. Nee, danke, das würde ich dann schon noch gerne selber machen. Ja. Ich auch. Muss nicht sein. Aber so grundsätzlich, wenn ich es irgendwie anstelle und sage, hey, machen wir Navigation an hier. Ist schon gut. Und fällt mir ein, ich habe vor ein paar Tagen so einen Sketch gesehen, so einen Date mit der Apple Vision Pro, wo der Typ dann so eine Notiz offen hatte mit so vorgeschriebenen Sätzen, die er so gesagt hatte. Dann hatte sie irgendwas gesagt, glaube ich, über irgendein Konzert oder so. Dann saß er so in dem Café und hat das gegoogelt.
Das war so witzig. Daran musste ich gerade denken, als du meintest Gesichtsanalyse. Ja, irgendwie passend, oder? Ja, aber ja, sind wir wahrscheinlich gar nicht so weit von entfernt. Ah, weiß ich nicht. Wobei, für manche Menschen ist es natürlich auch nützlich, ne? Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie hart autistisch veranlagt bist, dann hast du einfach Schwierigkeiten, zum Beispiel Ironie zu deuten oder Gesichtsausdrücke zu deuten. Dann kann so eine Sentiment-Analyse vielleicht schon hilfreich sein. Da bin ich da natürlich nicht in der Haut von den Menschen drin, wobei ich mit einigen schon zu tun hatte. Und die, ich weiß nicht, ob die es bevorzugt hätten, das gab es damals noch nicht, aber wäre mal interessant zu wissen. Also falls ihr so sowas nehmen wollen würdet, schreibt es uns ganz gerne mal, das würde mich tatsächlich interessieren. Ja, aber woran ich gerade denken musste, ich habe was gesehen letztens, auch auf TikTok, von einer, die gesichtsblind ist. Auch ein Case. Das heißt, er kennt keine Gesichter, oder? Ja, genau. Krass. Finde ich auch krass. Was heißt das? Also, wie stellt man sich das vor? Du kannst, also du siehst eine Person und du hast keine Ahnung, ob du weißt, also ob du die schon mal gesehen hast oder noch nicht. Du kannst dir einfach die Gesichter nicht merken. Okay. Das ist schon, also, schon krass. Das ist heftig, aber dann könnte man auch wahrscheinlich mit der Brille irgendwie so ein bisschen nachhelfen. So, hey, schau mal, das ist diese Person. Und dann kannst du es dir vielleicht als Text merken oder so. Genau. Es gibt ja sowieso wahnsinnig viele Arten, wie man denken kann. Ja. Also viele Leute denken ja irgendwie in Bildern. Ich denke irgendwie eher in Wörtern oder, also nicht unbedingt Text, sondern eher so Bausteine. Ja. Ja. Aber stimmt, hundertprozentig. Kommen wir wieder zu Lenovo. Es gab noch eine zweite Sache, die ich extrem cool fand. Nämlich ein komplett biegsames Handy. Du musst dir das so vorstellen, das konntest du quasi so, also von gerade bis so U-förmig biegen. Und die Frau, die das demonstriert hatte, hatte dann ein magnetisches Armband an der Hand und konnte das Handy dann so um die Hand so drum machen und hat dann quasi das Telefon als Smartwatch. Nur ein Prototyp, weit von der Serie entfernt. Man hat auch gesehen, so, es war nicht hundertprozentig sauber verarbeitet. Auch alles cool. Fand ich aber schon nice, weil das irgendwie ein bisschen mehr Use Cases hatte als so ein normales Flip. Weil du, also dort ist nicht so ganz diese Pockability, weil du das nicht komplett zusammenfalten konntest. Mhm. Aber du konntest es zum Beispiel, finde ich, ein bisschen natürlicher hinstellen. Einmal natürlich mit der kleinen Seite nach oben, aber halt auch mit der großen Seite nach oben. Und du konntest es halt auch so U-förmig hinstellen. Da hat sie zum Beispiel gezeigt, dass man damit dann viel Gewinn gegeneinander spielen kann. Kein krass großer Use Case, fand ich aber cool, dass es halt auch so ein bisschen in die Richtung geht. Ja. Ja. Was gab's noch so Spannendes? Geil, aber das kennst du dann auch, also wenn du die Displays groß genug machst, die komplett faltbar sind, dann kannst du auch zum Beispiel Displays wahrscheinlich eher irgendwie hinhängen, also zum Beispiel an Gebäude. Genau, stimmt. Ohne dass die jetzt speziell angepasst werden müssen. Ja. Wenn du die halt in Serie produzierst. Also ich meine, klar kannst du es jetzt schon machen, das gibt es ja auch schon. Aber du musst sie halt immer genau an ein Gebäude wahrscheinlich anpassen. Ja. Während jetzt mit dem Ding wäre das jetzt kein großes Problem. Müsste aber echt günstig werden dafür, dass es sich lohnt. Ja, und wir wissen, wie teuer faltbare Dinge sind, ne? Ja. Wahrscheinlich nicht. Obwohl ich glaube, OLED-Displays sind per se faltbar eigentlich. Tatsächlich? Ich glaube, irgendwie so war das. Okay, ich kenne mich mit Displays leider nicht so gut aus. Es ist jetzt auch Halbwissen, aber einfach, weil das ja eine Schicht ist, glaube ich, war das. Und bei LCD hast du ja mehrere Schichten auch mit diesen, ach, ist auch egal, ganz Halbwissen. Mhm. Mir ist noch eine Sache eingefallen, also ist vielleicht nicht für alle interessant, aber ich fand's cool. Nothing hat ein neues Handy vorgestellt und Nothing ist eine Smartphone-Marke, die ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Das 2A, was gefühlt ein Apfel und ein Ei kostet. Ich glaube, irgendwas über 300 Euro. Besser ist als das Nothing von One und ein bisschen weird auf der Rückseite aussah, aber ja, ein cooles Gerät für echt wenig Geld. Und okay. Was kann das so? Also ist es vergleichbar? Es hat keinen speziellen USP, außer dass es für den ein saugutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat und halt cool aussieht. Mittelklasse-Kamera und so weiter. Aber ja, das fand ich einfach nur cool, weil, jetzt mal ganz im Ernst, die wahre Innovation bei Smartphones ist nicht die Oberklasse mehr, es ist die Mittelklasse und Unterklasse. Mm. Was du halt teilweise, dass du es günstig produziert bekommst. Genau. Dann vielleicht auch langlebig. Weißt du, wie das bei Nothing ist mit den Updates, wie lange die Updates bekommen? Ohne obsolet zu werden? Nicht aus dem Kopf. Aber relativ gut, weil die nutzen ja quasi reines Android. Ja. Und dann haben sie nicht so viel Patch-Aufwand. Mal ganz kurz googeln.
Bei Fairphone war es ja richtig, richtig lang. Ich glaube, ja, da waren es mindestens 5 Jahre. Eher ich glaub, sieben, glaube ich. Ich glaube, es waren, ich meine, es waren sieben. Und Samsung und Google haben jetzt auch nachgezogen. Und das ist immer so der Punkt, wo ich mir dann denke, ja, okay, die Leute benutzen die Smartphones dann wahrscheinlich trotzdem länger, ja, aber sind dann halt einfach angreifbar potenziell. Und das ist nicht mehr so cool in der heutigen Zeit, vor allem, wenn du ständig irgendwie neue Sachen rausbringst und dann, genau, vielleicht auch Sachen unfertig rausbringst. Muss nicht sein. Ja, also ich finde auch, so Updates ist so das, womit die Handys am Leben gehalten werden, und sonst sind, ja, sie Elektroschrott. Probiere ich auch immer ein paar Freunde zu erklären, aber naja. Was ja eigentlich schade ist. Ich meine, es gibt auch eine EU-Verordnung, die da irgendwann mal reingrätschen wollte. Ja, ja, genau. Es gibt eine Verordnung, dass du sie so lange updaten musst, wie sie normalerweise verwendet werden. So, das ist halt dehnbar, ne? Ich glaube, ein normales Handy wird 2, irgendwas Jahre in Deutschland verwendet. Also bei einer Person. Weiß ich aber auch. 3 sogar fast? Oder 3 ist, wobei, das könnte weltweit gewesen sein. Ja. Also, ja, Nothing gibt auf jeden Fall bis zu 3 Jahre Android und 4 Sicherheitsupdates. Okay, das ist schon mal ganz gut. Also ist besser als. Ja. Kein Apple. Aber es haben sich auch schon ein paar, also wie ich gerade hier sehe, haben sich schon ein paar beschwert, dass es nicht 5 Jahre sind, sondern dass es eigentlich jetzt mittlerweile ein Muss ist, dass man 5 Jahre bietet. Ja, finde ich, ja, auch. Also ich würde schon appreciaten, wenn generell alle einfach sagen, ey, 5 Jahre, auch bei den günstigeren Telefonen. Das Problem ist halt da, klar, so Updates und sowas zu liefern, das ist schon immer, ja, Arbeit, und es kostet halt auch. Da musst du deine Telefone wieder teurer machen. Ja, schwierig. Und vor allem auch, das hat mir mal jemand von Samsung erzählt, dass die auch wirklich die Updates für jedes Land anpassen müssen, wegen den, ja, Netzbetreibern. Ja. Finde ich auch krass, wusste ich nicht. Und teilweise, also dafür müssen die teilweise halt auch in die Länder rein. Oh krass, das wusste ich nicht. Ja, also... Das Problem ist doch dann aber eigentlich, dass es nicht standardisiert ist, oder nicht? Also ich meine, wenn du die Betreiber einigermaßen standardisieren würdest, wenn du, ja, alles soweit machen würdest, dann wäre es jetzt kein Problem. Also da habe ich halt echt überhaupt gar kein Wissen, deswegen ja, safe. Also ich weiß ja, also zum Beispiel in den USA ist es ja so, da haben die ja noch viel mehr LTE-Frequenzen, die wir in Europa gar nicht haben. Deswegen sehen die iPhones in den USA auch anders aus als bei uns. Da haben die nämlich so eine Beule extra für die Millimeter-Waves. Aber, oh, ja. Krass, das, ja, wusste ich nicht. Dafür haben die iPhones in den USA keine SIM-Karten-Slots mehr. Nicht mehr, ja. Wobei, fällt ja bei uns auch bald weg wahrscheinlich. Ja, also ich habe auch noch eSIMs, außer eine. Ja, eben, genau. Eine normale hat man halt. Nee, ich habe 3 SIM-Karten in meinem Handy drin und davon sind 2 eSIMs. Das eine ist so. Was brauchst du, 3 SIM-Karten? Privat? Nee, also, genau, privat, geschäftlich, und dann ist das eine so eine Reisesim, wo man sich für irgendwie ein paar Euro am Tag immer Datenvolumen holen kann, weil. Okay. Ja. Ja, das lohnt sich. Ja, ich bin regelmäßig in der Schweiz, und dafür, wenn ich halt über Vodafone das mache, bezahle ich mich ja halt dumm und dämlich. Ja, natürlich. Also, ich war auf einem Konzert in der Schweiz und habe irgendwie so eine Handyrechnung von, also nur Google Maps im Endeffekt, und ich habe vergessen, Musik auf Downloads zu stellen. Das ist gleich bei 30, 40 Euro. Kein Problem. Ja. O2, ne? Richtig. Leider, ja. Kumpel, nee, von mir hatte das auch so. Das war, ja, weil bei O2, also bei Vodafone und Telekom, die drosseln das einfach. Also die sagen einfach, die lassen keine Daten durch, es sei denn, du boostest, ja, einen Tarif. Ja. Bei O2 ist uns egal, wir rechnen dir pro Megabyte, was weiß ich, so viel Euro ab. Ja, wir rechnen einfach mal ab, so, kein Problem. Gut, das Ding war, ich war davor, glaube ich, bei Congstar, und, ja, die hatten sogar Schweiz mit drin, was, genau, richtig geil war. Aber dann habe ich eben noch eine eSIM gebraucht, noch eine zweite quasi für dieselbe Karte. Ja. Und dann kannst du nicht mehr bei einem Unterbetreiber sein, das machen nur noch die Hauptbetreiber. Also so Congstar geht nicht, weil die sind ja quasi an, ich glaube, Telekom angegliedert. Während jetzt Telekom selber würde gehen, ist halt, sagt teuer. Vodafone würde gehen, sagt teuer. O2 deutlich günstiger, aber dann hast du halt diesen Nachteil. Also, aber du kannst dafür halt eSIMs pro Monat dazu buchen, deswegen habe ich da einmal gewechselt. Verstehe. Ja. Ja, die Telekom macht das halt. Telekom, also mit ihren Standardtarifen, kannst du in der Schweiz sein, mit Frank kannst du in der Schweiz sein und mit Congstar, so wie du gerade, ja, gesagt hast. Genau. Ich habe zum Beispiel einen Tarif, der ist nicht direkt Telekom, aber Telekom Netz, und da geht's nicht. Ja, gut, okay. Ja. Oh Mann. Vielleicht, was noch ganz spannend war, die Telekom hat auch was vorgestellt. Apropos, die, oh, Überleitung war nicht geplant gerade. Doch, natürlich. Hey, es war geplant. Alles geplant. Ich wusste das. Genau. Nee, die haben ein app-loses Handy vorgestellt, was quasi
mit AI-Interfaces gebaut hat für den Nutzer nach dem, was er gerade fragt. Ich habe nicht mehr hundertprozentig im Kopf, die haben nur zwei Use Cases gezeigt, weil ich weiß nicht mehr hundertprozentig, welche das waren. Ich glaube, einer war ein Flugbuchen. Ja. Okay. Also das Interface wurde mit AI direkt on the fly gebaut. Genau. Also quasi eine ja. AI-App, die dir einfach das... Where was, so. Oder mit was haben die das angeknüpft? Also ich meine, das muss ja irgendwie ein Backend-Service oder sowas geben. Ja, es ist am Ende des Tages die Telekom. Das ist jetzt nicht Apple oder Google oder OpenAI. Ja. Das ist eigentlich, ich hatte so ein bisschen, das war zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich einfach das Gefühl hatte, die Telekom möchte einfach Media für sich erzeugen, weil ich habe es selbst nicht in der Hand gehabt, leider. Ich habe es nur von der Ferne gesehen. Mhm. Ja, also es, ja, du weißt ja, am besten aufmerksam bekommt man, wenn man provoziert und wenn man sagt, wir machen ein AI-Handy, was keine Apps mehr hat, ist ja schon eine Provokation gewesen. Ja, ja. Ich glaube, das war so ein bisschen deren Idee dabei. Also es hat scheinbar halbwegs okay funktioniert, aber ja, am Ende des Tages, wir werden immer noch Apps haben. Ich glaube, sowas wird nicht verschwinden. Ja, alleine, weil wir uns daran gewöhnt haben. Also ich meine, wenn du jetzt sagst, hey, ich schreibe dir eine WhatsApp-Nachricht oder ich schreibe dir eine, Signal-Nachricht, dann will ich jetzt nicht irgendwie mir von der AI erstmal ein Interface für Signal bauen lassen, was dann potenziell kaputt ist, und dann deine Nachricht zu lesen. So. Dann werde ich einfach weiterhin auf die Signal-App zurückgreifen, fertig. Genau. Wo wir uns aber wahrscheinlich einig sind, wahrscheinlich werden wir trotzdem so AI-Interface-Elemente haben, die ein bisschen dynamischer sind. Keine Ahnung, dass auf deinem Homescreen dynamisch Google Maps angezeigt wird, wenn du auf dem Weg bist, deinen Arbeitsplatz zu verlassen und nebenbei ein Lieferando-Widget ist, damit du dir schon mal ein Essen bestellen kannst oder irgendwie so. Falls du das regelmäßig tust, ja, genau. Genau. Ich glaube aber tatsächlich, dass das irgendwie, also das ist ja schon quasi vorhanden. Genau. Man müsste es nur eben triggern. Genau. Und dann hast du schon die Möglichkeit, einfach, also den Assistant zum Beispiel, könntest du perfekt integrieren, der dann halt mehr Zugriff braucht, natürlich mehr invasiv wird, aber dann halt ein bisschen besser dich da auch durchguidet. Und das hat ja Google schon quasi angekündigt, dass sie sowas machen wollen. Pixel 9, glaube ich, war es. Was? Sorry? Pixel 9, wollten sie es ankündigen oder nicht? Das weiß ich nicht, aber ich kann sehr gut sagen. Oder machen. Ja. Stimmt, mal würde Sinn machen. Und ich meine, Microsoft macht es schon im Copilot. So. Ja. Also, ich meine, er ist auch nicht gut, aber, ne? Erste Generation. Ja, ja. Hast du das Video zu Copilot in Office gesehen von CT3003? Nee, wollte ich mir noch angucken. Guck's dir an. Es war nicht gut. Ich hab irgendein anderes Video dazu gesehen gehabt. Das war echt nicht gut. Und ich meine, wir haben uns gerade off-camera davor schon ein bisschen über Office unterhalten. Microsoft wird halt einfach die Altlasten nicht los. Und wenn man dann einfach noch AI obendrauf klatscht, dann ist das halt nicht unbedingt immer zielführend. Ja. Man muss halt auch mal die Sachen neu denken. Ich weiß nicht, wir nutzen beide jetzt Canva. Da brauchst du einfach nicht vieles nicht mehr, sondern Canva zum Beispiel erkennt dynamisch einfach viel, viel besser, ob ich jetzt den Text ziehen möchte oder ob ich das Bild hinten dran ziehen möchte. Mit PowerPoint ist es jedes Mal ein Krampf, das Ding richtig zu ziehen. Ja. Also ich mach's einfach nicht mehr. Deswegen, so musst du erstmal deine Altlasten aufräumen, dann kannst du sagen, okay, jetzt machen wir das Produkt irgendwie neu und integrieren irgendwie eine neue, vernünftige Funktion, sonst ist die neue Funktion schon direkt wieder, fühlt sich alt an. Genau. 100%. Und vor allem auch nur, weil, also ich boykottiere auch PowerPoint mittlerweile. Wenn mir jemand eine PowerPoint-Vorlage sendet, ziehe ich den Canva rein und exportiere die wieder in PowerPoint. Ja, tatsächlich. Wobei das leider nicht immer so gut funktioniert. Also ich habe da schon gesehen, dass ein paar Design-Sachen nicht so akkurat, weil PowerPoint ist nicht geschissen, kriegt die Sachen akkurat darzustellen. Ja. Was man so ist deutlich. Ja auch von Rechner zu Rechner. Eine PowerPoint-Präsentation auf dem Mac sieht anders als auf Windows. Leute. Warum? Ihr macht die Sache seit fast 30 Jahren. Ja. Man wahrscheinlich die älteste Firma, was das angeht. Ach. Ja. Wir haben sogar tatsächlich an Silvester immer so eine Art Spiel daraus gemacht, nennt sich PowerPoint Karaoke. Ja. Einfach die crappieste PowerPoint-Präsentation, die du machen kannst, wo alles schiefläuft, was schieflaufen kann, über ein absolut schlechtes Thema. Also ich habe irgendwann mal eine Präsentation über Fürze gehalten. das weiß ich noch. Und ja, dann das ist immer sehr, sehr lustig. Also, Finde ich auch sehr nice. Also gerade auch, wenn man, also macht ihr das so, dass ihr die tauscht, also dass ich dir zum Beispiel... Ja, also du kennst die nicht dann. Du kriegst einfach irgendeine von jemanden, musst die einfach blind halten. Ja. Das ist auch nicht lang, das sind so ein paar Minuten, das ist schon ganz geil. Ja.
So, ich habe gerade mal geguckt, die erste Version erschien 1987 für Apple Macintosh. Was für Apple? Also, hätte ich nicht erwartet. Und das mit Windows 3.0 wurde die 2.0er Version 1990 eingeführt. Also ja, sie machen seit 34 Jahren für Windows und sie haben es immer noch nicht hingekriegt, das mit Apple zu synchronisieren. Gut, aber dann ist auch irgendwie klar, dass so viele Altlasten drin sind, wenn man es halt nicht neu schreibt, sondern immer irgendwie Code von früher übernimmt. Da kannst du dann ja. Okay. Vielleicht noch die letzte. Wir haben gerade gleichzeitig geredet, weil wir wieder ein bisschen Lag hatten. Also, sorry für unsere Zuschauer an der Stelle. Wir brauchen immer so ein Podcast-Studio. Ja, wirklich. Wir müssen komplett verteilt in Deutschland leben. Das wäre natürlich optimal, wenn wir das machen könnten oder wenn wir einfach zuverlässigere Dienste oder Internet hätten. Nicht so wie sonst immer. Ne? Naja, ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich das zweite nehmen. Es wird vieles einfacher machen. Ja. Okay, vielleicht noch die letzte Sache, die ich extrem cool fand, war Samsung. Die haben das bei dem S24-Release angeteasert und jetzt konnte man es das erste Mal sehen, nämlich den Smart, also Galaxy Ring, das ist wie ein Aura Ring quasi von Samsung. Leider hat man dazu nicht mehr wirklich Informationen, außer dass er existiert und dass es in mehreren Farben gibt und so weiter. Man hat aber so ein bisschen was gesehen, also es gibt Sensoren, sehen sehr, sehr ähnlich aus wie bei Aura. Man hat so Munkeln hören, das ist aber nicht bestätigt und ich konnte die Quelle auch nicht verifizieren, weil jeder, mit dem ich darüber gesprochen hatte, meinte zu mir, ich habe von jemandem gehört, dass der Ring aus Plastik sein soll, was echt uncool ist, weil Aura Ring zum Beispiel ist aus Titan und der ist halt auch zum Beispiel bei mir bis jetzt null zerkratzt und ich habe den jetzt schon seit ein bisschen und zum Beispiel Plastik wäre übel. Ja, also das geht gar nicht. Ja, fand ich auf jeden Fall doch cool, aber, nur wen, durch das weiß. Ja, also wir werden sehen, ob es dann wirklich so ist. Also Informationen gibt es noch nicht wirklich dazu. Weiß man schon Release oder so? Auch gar nichts. Also ich könnte mir richtig gar gut nichts, vorstellen, es gibt jetzt, also traditionell gibt es ja zwei Samsung-Events im Jahr. Das eine im Mitte, also am Anfang des Jahres für die S24 und dann Mitte des Jahres für die Fold- und Flip-Modelle. Ja. Und das Event wurde noch nicht angekündigt, darüber weiß man auch nichts, aber also so wie bei Apple, man weiß auch, es gibt MWC und dann das iPhone-Event, zwischendrin noch mal ein bisschen was. Und auf jeden Fall, da könnte ich mir vorstellen, dass sie dazu noch was zeigen. Das würde eigentlich auch passen. Okay. Aber die bauen gerade schon so ein bisschen Hype auf, habe ich das Gefühl. Ja, aber ich meine, also Aura Ring ist ja schon eigentlich eine coole Sache. Safe. Während es ist halt auch gleichzeitig wahnsinnig teuer. Also ich bin nicht bereit für einen Ring irgendwie, wie viel? 10 Euro im Monat zu zahlen? 6 Euro im Monat und 300 Euro einmalig. Ja, das ist schon sehr viel. Also dafür, dass du halt quasi die meisten Sensoren auch mit deiner Smartwatch bekommst. Genau. Muss jetzt nicht unbedingt sein, während jetzt, wenn es einfach so ein Samsung-Ring ist, du dann sowieso vielleicht schon im Samsung-Ökosystem drin bist, ein Samsung-Watch hast und ein Samsung-Handy und dann hast du die Samsung-Fit-App oder wie sie heißt, ich weiß ja nicht. Und dann holst du dir einfach noch den Ring und der ist dann halt dabei. Das ist schon, glaube ich, besser. Ja. Ich mag ja auch gerne, was die Mozilla Foundation so macht. Und die haben letztens einen Bericht zum Thema Datenschutz und Fitness-Tracker rausgebracht. Okay, und da war es wohl so, dass Aura Ring mit am besten abgeschnitten hat. Mit am schlechtesten war, wie hießen die denn? Wahrscheinlich weil Google. Ja, ich habe es mir nicht durchgelesen, ich habe nur den Post gesehen. Auf jeden Fall, der Aura Ring geht von Neupreis 329 bis 600 Euro, 599 Euro. Das gibt mehrere Versionen. Was ist der Unterschied zwischen stärkeren Versionen? Es gibt zwei Versionen. Ja, den ich zum Beispiel habe, der hier oben ist der so ein bisschen abgerundet. Genau, und es gibt ja doch mal einen komplett rund. Ja. Und der komplett runde ist teurer, wieso auch immer. Und den runden, wenn du den runden in der normalen Silber- oder schwarzen Variante nimmst, wie der hier ist, kostet der 400 Euro. Wenn du den jetzt aber zum Beispiel mit gebürstetem Titan nimmst, was extrem cool aussieht und ich schon mehrfach so kurz davor war, mir den zu kaufen, was aber komplett dumm wäre, weswegen ich es nicht mache, Notiz an mich, der kostet halt 500 Euro. Wenn du den in Gold nimmst, was glaube ich auch gar kein echtes Gold ist, kostet der 550 und wenn du Roségold haben möchtest, 600. Gut, okay, aber dann macht es sogar Sinn, wenn es wirklich so ein Material ist, das ist dann krass. Ja, okay. Genau. Okay.
Ja, wenn es Plastik ist, wie bei Samsung vielleicht, wissen wir ja nicht, dann wird es nochmal deutlich günstiger. Aber so ja. Titan finde ich schon ganz geil, muss ich sagen. Also ich würde es wahrscheinlich dann sogar probieren, tragen, I don't know, wenn es irgendwie nicht so teuer das ist und bei mir halt auch ins Ökosystem passt. Ja, weil du willst ja momentan schon so Gesundheitstracker haben, die dann auch vielleicht Informationen über dich selber geben. Also zum Beispiel, ey, du schläfst beschissen, trink vielleicht nach 18 Uhr keinen Kaffee mehr, du Vollidiot. So, das ist schon wertvolle Informationen, damit du halt besser schlafen kannst, damit du irgendwie fitter bist. Und wie du schon gesagt hast, ein Ring kann ja nochmal deutlich mehr Informationen geben als eine Smartwatch in vielen Fällen. Beziehungsweise wenn du beides kombinierst, hast du sowieso mehr Informationen über dich selber. Ja. Vielleicht noch dazu noch ein Punkt. Der Ring, den trägst du halt auch wirklich 24/7. Eine Uhr ist manchmal auch ein bisschen unangenehm. Das ist halt geil. Ja. Und was ich halt mag, ist, dass es dezenter ist, aber das geschenkt. Das ist ja Geschmackssache. Ja. Vielleicht noch. Ja. Wo ich tatsächlich meine Uhr fast immer trage. Also nicht ganz immer, aber fast immer. Jetzt gerade trage ich es nicht, weil sie im Laden ist. Und ich versuche da schon tatsächlich meine Werte zu tracken und ich will dann auch mal schauen, ob ich die irgendwie exportieren kann, was bisher noch nicht gut geht. Dass ich halt selber ein bisschen Data Science drauf machen kann auf den Werten. Das hat dazu ein Video gemacht. Hat das also exportiert bekommen? Apple Health kannst du sie auch exportieren lassen. Krass. Ja, Apple. Also für die Leute, die nur zuhören und nicht zu sehen. Ich habe gerade meine Miene verzogen, weil ich kein Apple-User bin. Der hatte sich auch für das Video, der hat sich alle Fitnessstrecke, die es so gibt, einmal durchgetestet. Also Kategorien, so Smartwatches, Whoop-Band, Ringe. Mhm. Und hatte sich dann auch einfach nur ein zweites iPhone geholt, weil ich glaube, das Whoop-Band mit den einen Ringen in Konkurrenz stand und die Apple-Health-Daten gegenseitig überschrieben hat oder irgendwie so. Fand ich sehr, sehr funny. Ah, okay, krass. Ja. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, die unser aller Leben einfacher machen wird. Mhm. Das USB-Konsortium, Forum, weiß gerade gar nicht, wie die heißen, haben die USB-Standards vereinfacht. Ja. Die haben die alle mal wieder umbenannt. Ernsthaft? Oh nein. Ja, die haben also nur die Benennung anders? Jetzt ist im Namen die Gigabit-Anzahl drin und die Wattzahl. Dadurch wird es halt einfacher. Also es das heißt jetzt nur noch USB 40 Gigabit, gut. USB 20 Gigabit, USB 5 Gigabit und so weiter. Dadurch wird das alles ein bisschen vereinfacht. Was Zusatzstandards angeht, keine Ahnung, habe ich mich nicht reingelesen, aber das habe ich mitbekommen, das fand ich auch noch cool und fand ich erwähnenswert. Ja, aber Sie es haben war die ja Kritik auch so also gehört. Das finde ich schön. Also sorry, das ist der Grund, wieso Kabelkraft überhaupt existiert. Genau. Ja, weil ihr die Sachen einfacher machen könnt. Ja. Gut, immerhin. Genau, was von dem Zeug, was ich jetzt vorgetragen habe, was findest du am spannendsten? Es war viel. Okay, also ich glaube, es war wirklich viel. Ich glaube, wenn ich zwei Sachen picken müsste, wäre es der, Screen, der Lenovo-Screen, der durchsichtig ist, ja. Das, weil ich einfach so das Potenzial sehe. Also im Grunde genommen als Laptop-Bildschirm wahrscheinlich eher nicht so geil, wenn du es aber überträgst auf andere Technologien, könnte es richtig, richtig geil werden. Und dann das zweite ist tatsächlich, glaube ich, der Samsung-Ring bei mir. Also vielleicht nicht unbedingt von Samsung, weil ich einfach nicht im Samsung-Ökosystem drin bin. Aber gerade weil halt auch, weiß nicht, diese Daten deutlich akkurater sind, interessiert mich das Ganze schon. Also gerade dann auch mal zu vergleichen, was sagt der Ring, was sagt die Uhr, das wäre schon mal lustig. Und wenn du es dann irgendwie tatsächlich als, I don't know, sowas wie Verhütungsmittel zum Beispiel einsetzen kannst, was du ja mal erzählt hattest, das ist schon interessant eigentlich. Also gerade für viele, die vielleicht mit der Pille zum Beispiel dann Probleme bekommen, weil liest man sich die Nebenwirkungen durch, wird es nicht mehr lustig. So. Da dann zu sagen, ey yo, ich trage jetzt einfach den Ring und der macht halt so irgendwie 90% der Arbeit und dann muss ich mich noch um was Zweites kümmern, aber es ist halt deutlich sicherer als, keine Ahnung, nur Kondome zu benutzen oder sowas. I don't know. Finde ich cool. Das ist schon cool. Die smarten Brillen finde ich geil, aber ich glaube, ich würde hier nichts irgendwie so dran haben wollen mit Scheuklappen. Ich finde das hier, fände ich schon sehr beengend. So war es auch in keiner Fall. Deswegen ist es so ein bisschen. Also es war halt einfach nur, dass es halt hier ein bisschen klobiger war und hier vorne halt dann im Glas quasi das Display drin war, aber nicht irgendwie, dass es irgendwie so war, sondern es war halt bis hier ganz normal abgeschnitten immer, also bis zum normalen Rand der Brille. Ja,
Okay, also da habe ich auch schon ein paar gesehen. Ich bin mir nicht sicher, welche jetzt. Genau. Also das ist auf jeden Fall ein neuer Run eigentlich, oder? Dass man da so auf Brillen geht, weil ich habe jetzt da schon einige gesehen, ja, die da was bauen zumindest. Ja, ich glaube, genau, von Ray-Ban gab es ja auch noch eine. Genau, das ist die Meta. Das war sogar die von Meta, aber die hat kein Display. Die haben irgendwie zusammengearbeitet, genau. Audio. Und eine Kamera. Ja. 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 Audio und eine Kamera. Du kannst damit halt filmen und okay. Fun Fact dazu, die hat eine Datenschutzleuchte und wenn du die Datenschutzleuchte abklebst oder irgendwie überdeckst, kann die nicht mehr filmen oder fotografieren. Sehr, sehr cool. Ja, geil. Okay, ist auch gut. Keine Spionbrille. Noch eine Sache zu den Ringen. Der All-Ring hat einen neuen Wert, den er ausspuckt, nämlich Resilienz. Und den finde ich gerade eigentlich mit am spannendsten, weil so Resilienz, was sagt widerstandsfähig aus? Du körperlich gerade bist. Und ich habe es wirklich gemerkt, dass als sie das eingeführt haben, war wirklich extrem stressig, sehr viel immer hallo unterwegs gewesen und so weiter. Und da war meine Resilienz wirklich down. Ja. Dann vor der Messe ist sie hochgegangen. Dann während der Messe komplett wieder abgestürzt. Jetzt gerade ist sie wieder auch komplett auf Minimum. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass dieser Wert schon echt gut aussagt, wie viel man einfach körperlich gerade aushält. So. Und so weiter. Das heißt im Endeffekt auch, wie schnell du dich anstecken würdest bei zum Beispiel jetzt anderen Leuten. Ich glaube eher so, wie viel du zeigt, also so von wegen, wie viel hältst du jetzt gerade aus, bevor du einfach sagst, okay, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt ist. Genau, also. Okay, also genau. Quasi dein also Resilienz ist ja eigentlich ein Begriff, der aus dem Militär kommt. Wie resilient ist eine Bevölkerung gegenüber Propaganda oder Feinden und so weiter. Und das quasi kannst du auf deinen eigenen Körper auch übertragen. Wie viel extra Meile kannst du quasi gerade in einer Situation gehen. Und es motiviert. Geil, ja. Auf sich aufzupassen. Das finde ich eigentlich mit dem spannendsten. Gamification. Ja. Vielleicht. Also einfach du hast halt eine Zahl. Sogar. Du hast halt eine Zahl, die du optimieren kannst für dich selber. Ja. Ja. Genau. Das ist eine Metrik im Endeffekt. Ja. Tust du irgendwas, um die Metrik jetzt hier ein bisschen zu pushen? Schlafen. So vielleicht abschließend. Ist heute. Nicht mehr so viel Scheiße essen. Schlafen tatsächlich. Jetzt gerade war ich beim Sport, also so, Wasser trinken, so die Standardsachen halt einfach. Aber Schlaf ist ja immer das Wichtigste eigentlich. Ja, okay. Schlaf ist extrem wichtig, vor allem wenn er High Quality ist oder nicht ist, dann merkst du das. Ja. Das merkst du so, so sehr. Du bist auf 8 Stunden oder so zu optimieren eigentlich? Also, krass. Ja, Schlaf, meinst du? Nicht unbedingt auf 8 Stunden Schlaf, aber 8 Stunden im Bett tatsächlich. Also, ja, tatsächlich so, schon so. Weil dann kommt meistens bei mir so eine Schlafzeit von 6,5 bis 7,5 Stunden irgendwo raus. Ja. Und das ist eigentlich ziemlich gut. Also eine tatsächliche Schlafzeit mit ohne die, oder halt die Wachphasen rausgerechnet. Und das versuche ich schon ein bisschen zu optimieren, weil ich dann halt auch merke, dass es mir besser geht. So mehr ist jetzt nicht unbedingt immer hilfreich, außer ich hatte irgendwie ein paar Tage vorher Probleme oder irgendwie eine sehr kurze Nacht, weil Gründe. Keine Ahnung, irgendwie 5 oder so ist aufgewacht, I don't know, wegen Husten. Und dann ist schon mal okay, wenn man dann nochmal 9 Stunden oder sowas hat, aber meistens 8 Stunden. Ich muss sinnvoll. Wie ist, hast du so einen Schlafqualitätswert auch bei dir stehen dann? Also, Raus. Der ist pendelt immer irgendwie so zwischen 60 und 95 bei mir. Ich weiß jetzt nicht. Es ist 95 habe ich glaube ich nie geschafft. Unterschiedlich. Ein Kumpel von mir beispielsweise trägt einen Whoop-Band und einen Hour-Ring, wie so auch immer. Und bei dem ist es so, dass das Whoop-Band immer einen besseren Wert anzeigt als der Hour-Ring, weil die alle auch eigene Statistiken haben. Ich kann es jetzt nicht gerade. Weil die auch alle. Ich kann es jetzt nicht gerade nachgucken, weil mein Handy ich das als Webcam benutze. Sonst würde ich es machen. Mist. Tja, schade. Also bei mir ist tatsächlich so zwischen, also relativ konstant eigentlich zwischen 70 und das Höchste, was ich hier gerade sehe, sind 86. Wobei auch mal gelegentlich so eine 65 drin vorkommt, wenn ich mal echt schlecht geschlafen habe. Oder auch einfach so, um halb zwei. Man hat abends mal ein Käffchen getrunken oder man hat irgendwie Alkohol getrunken oder so, das spielt ja mit rein. Also ich habe einfach gemerkt, für mich ist es so, dass meine eigenen Gesundheitswerte immer abkacken, sobald ich etwas mache, was außerhalb des Rhythmuses ist. Also das kann Reisen sein, das kann Alkohol trinken sein, das kann lange wach sein, irgendwas in die Richtung und dann kackt es halt ab. Ja, ja, genau. Genau. Und dann ist halt gleich ein Problem. Ja, stimmt schon. Also so ein Rhythmus zu wahren ist so zum sich wieder erholen, ist ultra, ultra wichtig und dass man da auch seinen Biorhythmus einfach hat. Ne, klar, verstehe ich.
Ja. Muss man aber herausfinden, welcher optimal ist für einen selber. Also ich meine, das ist für jede Person anders. Powering, der sagt dir, wann dein optimale Strafenzeit ist. Anhand der vergangenen Werte. Einfach anhand der vergangenen Werte, wie du geschlafen hast. Das ist ja einfach so, glaube ich, relativ einfache Data Science sogar, die da einfach durchläuft. Wenn das wirklich so einfach geht, dann... Ja. Wobei, ja, warum eigentlich nicht, ne? Also wenn du halt konstant irgendwie einen Schlafwert von 95 hast, wenn du von 12 bis 8 schläfst, dann wird das schon wahrscheinlich eine gute Zeit sein. Und wenn er dann von 11 bis 7 bei, keine Ahnung, 70 liegt, dann weißt du, was das ist. Bei mir ist das zum Beispiel so von 0 bis 8 ungefähr. Interessant. Ja. Ja, eben bei mir auch ungefähr. Also wenn ich, also ich habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen meinen Schlafrhythmus verschoben, weil ich krank war und irgendwie wegen Husten oder so, dass ich gar nicht schlafen konnte. Dann war ich irgendwie mal nachts wach und dann irgendwie so um 3 wach und dann um 10 wieder geschlafen. So immer hin und her. Dann hat es sich verschoben. Aber jetzt momentan pendelt es sich wieder ein und ich merke richtig, dass es halt auch einfach mehr Energie gibt. Das ist schon gut. Krass. Okay, also Fitness-Tracker. Das sind so Fitness-Tracker und Smart-Brillen und Smart-VR-Brillen oder AR-Brillen. Hast du mal das Whoop-Band gesehen? Das kommt jetzt hin. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe das jetzt das erste Mal heute bei dir gehört. Also ich habe davon noch nie davon gehört. Was ich mal überschreiben sollte. Mit Doppel-O. Ich hab's selbst auch nicht, aber ich habe, weißt du, als ich in Kapstadt war, die Zeit, gefühlt alle Marketing-Leute oder Unternehmer sind da mit diesem Whoop-Band rumgelaufen. No front an irgendjemanden. Ich fand es eigentlich sogar relativ cool, weil du musst dir vorstellen, das ist wie eine Smartwatch, aber ohne Watch, sondern es ist einfach Gummiband, was aber sehr, sehr ist dicht sitzt. Und du kannst das an ganz verschiedenen Körperpositionen positionieren. Also Standardband ist halt Arm. Du hast aber auch ein Bizepsband. Du hast Unterwäsche, wo du das reinmachen kannst, wenn man das möchte. Aber ich finde so, ich fand das Bizepsband eigentlich da am coolsten, weil das siehst du nicht, du hast es einmal am Arm, du trägst es 24/7. Du lädst das nicht, du musst es nicht abnehmen, weil das Ladegerät hat einen Akku, das klippst du einfach ran. Und dann lädt es, ich weiß gar nicht, wireless oder per Induktion oder per Kontakt, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, es lädt dann direkt, während du es trägst. Es ist wasserfest, also ja, das finde ich echt cool. Ich weiß noch nicht, wie akkurat das ist, aber das ist auch noch eine Sache, über die habe ich mal nachgedacht. Vor allem auch das Prinzip ist ein bisschen, finde ich, besser als bei Aura, weil es ist nur ein Abo. Du hast keine Hardwarekosten. Ah, okay. Das heißt, du hast einfach nur das Ding, was du geliefert bekommst, dann kriegst du... Gut. Ja. Wobei es gibt alles Mögliche, ne? Also es gibt ja auch zum Beispiel Mitgliedschaft für 2 Jahre, 444 Euro, habe ich gerade gesehen. Das ist schon nicht ohne Mitgliedschaft für ein Jahr, 264 Euro. Das ist schon recht viel. Aber wenn ich es mir auf der anderen Seite überlege, ne, Fitbit würde mich, wenn ich Premium nehme, auch 10 Euro im Monat kosten. Die Frage ist jetzt, was, also ich meine, der Use Case, ne? Klar kann ich das als normale Person schon irgendwie machen, wenn ich das möchte. Aber auf der anderen Seite brauche ich das als normale Person nicht unbedingt. Wann ich es brauche, ist, wenn ich selber irgendwie wieder mich recovern möchte, zum Beispiel, wenn ich gesund werden möchte von irgendwas. Und das sehe ich hier gerade, so einen Gesundheitsbericht zum Exportieren, wo du auch Daten für Ärzte rauskriegst. Also zum Beispiel für Checkups. Zum Beispiel die Ruheherzfrequenz, die da ausgegeben wird. Ich kann es so ganz schlecht sehen, leider, weil das Bild echt klein ist. Dann hast du hier die Atemfrequenz, die auch quasi permanent gecheckt wird. Die Schlafdauer, die tägliche aerobe Aktivität. Ja. Also kannst du alles rauslassen und dann einfach wirklich deinem Arzt geben, der dich dann halt besser damit untersuchen kann. Und das ist halt so das, was ich auch mal gerne machen würde. Also wirklich die Daten aus dem Fitness-Tracker rauslassen, mit KI analysieren oder halt einfach legit Data Science selber drauf machen, je nachdem. Und dann mal gucken, ob man irgendwas bei mir aktualisieren oder verbessern kann. Und da ist wahrscheinlich dann die interessante Idee, du brauchst es ja gar nicht ewig, wenn du mal alles automatisch hast oder alles gut kennst an dir, dann brauchst du ja wirklich nur noch, wenn du irgendwie krank geworden bist oder wenn du dich von irgendeiner schweren Krankheit recovern möchtest zum Beispiel. Ich finde so ein Argument gegen Fitness-Tracker ist ja ein ganz einfaches, in der Regel, du weißt auch, wie du dich fühlst. Also, so dass ich verstehe das Argument, aber zum Beispiel, was ich mir auch denke, du kannst halt Korrelationen herstellen damit, du kannst, also ohne dass das jetzt explizit, obwohl doch, in der Whoop-App, das ist auch relativ cool, wenn du die morgens öffnest, macht er mit dir ein Interview. Hast du Alkohol getrunken? Was hast du gemacht? Also Standardfragen halt. Und damit kann man halt Korrelationen herstellen. Was auch cool ist, was glaube ich nochmal, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, ein riesiges Ding wird. Ja. Ist nur alles. Achso, was noch spannend ist, interessant. Ohne jetzt dafür krass Werbung machen zu wollen, aber viele Spitzensportler benutzen das. Das ist so deren Way-to-Go-Tracker.
Ja, das glaube ich. Weil du kannst halt dann auch wirklich, also ich Ja. glaube, das ist wirklich für so Hochleistungssportler oder halt Leute, die wieder gesund werden wollen. Interessant, ja. Wobei ich viel zu wenig Sport mache, als dass es wahrscheinlich für mich Ja, irgendwie interessant wäre. wahrscheinlich. Also, Oura Ring ist ja auch eher so als Fitness, nicht Fitness-Tracker, Gesundheitstracker gedacht. So von wegen, hey, ich trage das im Alltag und Sport kann es auch. Und Whoop ist, glaube ich, eher andersrum. Ist eher so als Fitness-Tracker gedacht, den du halt auch, also mehr primär beim Sport und so weiter trägst. So wie ich es verstanden habe. Ja, Ja. dann wird es wahrscheinlich auch für so, ja, für so Teams oder Das so kann auch dann sehr gut wahrscheinlich sein, auch ja. eingesetzt Wäre auch zum Fahren. spannend, ne? Du kannst als Trainer Um das Ganze nachvollziehen, zu wie fit optimieren. sind deine Leute und Ja. daraufhin die richtigen picken für ein Spiel oder so. Ja. Oder was ich hier gerade zum Beispiel sehe, also wir haben es tatsächlich Ja. extra bei den Analysen eingetragen, Auch spannend. Schwangerschaften kannst du auch tracken. Oder halt kannst quasi optimieren, kriegst Atemübungen vorgeschlagen, um Ja. quasi deine Gesundheit auch während der Schwangerschaft einfach zu schonen, weil das einfach krass ist. Stressmanagement kann es auch. Das hätte ich vor einem halben Ja. Jahr oder sowas hart brauchen können. Ja, geil, okay. Aber ich muss Interessant. dann nochmal das Video von Niklas angucken, wo er die ganzen Sachen miteinander verglichen hat, welcher jetzt am besten war. Aber das ist auch spannend, ne? Welcher wirklich gute Daten halt ausspuckt. Ja. Ich Ja, werde mir das von wäre auch Mozilla spannend. nochmal Wäre angucken, wegen vielleicht auch dem ein Thema, was man aufgreifen Datenschutz. könnte. Das ist, Ah, okay. ich habe tatsächlich schon ein Video dazu gemacht gehabt, also zum Datenschutz von solchen Trackern, was man Ja. eben aus diesen Informationen rauslesen kann, theoretisch. Und da sind ein paar, well, kannst einiges rauslesen, wenn du möchtest. Also, aber es ist halt die Frage, was du jetzt teilen möchtest und was nicht, das obliegt am Ende dir. Man muss halt nur wissen, was man Ist ja potenziell so ein teilt bisschen mit solchen Firmen. Spiegel-Mining-Vibes, oder? Ja. Ja, genau. Also du kannst halt viel über dich rausfinden. Ist jetzt halt die Frage, ob du das als sensibel siehst oder ob du sagst, Ja. ey, ist mir eigentlich echt egal. Ich fänd's, und das habe ich tatsächlich leider schon gesehen, ich fänd's ein bisschen schwierig, wenn dann irgendwie Krankenkassen kommen und sagen, ey, du, na, trag mal hier unser Wutband, weil dann kriegst du es 100 € günstiger und die anderen zahlen 100 € mehr. Und wenn du dann halt dich bewegst, dann kriegst du es nochmal günstiger. So, dann hast du nämlich hier irgendwie Genau. Zweiklassengesellschaft von wegen die Leute, die, also denen quasi das Leben vorgeschrieben wird, und die das halt dann machen, die haben dann halt eine günstigere Krankenkasse im Endeffekt. Das finde ich ein bisschen schwierig, dass man da dann gleich wieder in Klassen unterteilt von Leuten, die halt Ja. sich gesund ernähren und alles und Leute, die es nicht tun. Deswegen, man sollte es auf jeden Fall nicht einfach so bedenkenlos Ja. hinnehmen, dass da alles geteilt wird. Aber ja, man muss natürlich auch auf sich selber achten und wenn es einem dadurch besser geht, Genau. hey, warum Ich nicht? finde, das sind gute Abschlussworte. Und wir sind genau bei einer Stunde. Ah, ich meine. Jetzt bist du wieder bei mir abgehakt. Jetzt bist du gerade wieder Ich bei meinte mir nur, das waren abgelesen. Hast du super gerade irgendwas Abschlussworte gesagt und wir sind gehabt? genau bei einer Stunde. Und wir sind ein bisschen. Perfekt, dann lass uns das als Ende nehmen. Wunderschön. Ja, danke für die ganzen Insights. Für Leute, die nicht dabei waren, wie auch mich, war das krass interessant. Ich bin sehr gespannt, was auch die Kommentatoren sagen, was Ja. ihre faszinierendste Technologie ist, die du da Und das gesehen war bei hast. weitem nicht alles. Ja, Das war wirklich ein cool. Ausschnitt von Nice. dem, was ich so gesehen hatte. Ja. Ja, Das war wir waren wahrscheinlich halt deutlich, von, deutlich mehr noch, ja. also so auf Krass. der Messe Okay. waren wir halt von Sonntag bis Mittwoch, glaube ich, oder Donnerstag. Also, das war schon viel. Das ist schon, boah, so lange könnte ich mir gar nicht Ja, reinnehmen. Naja, genau. gut. Hast ja auch Videos drüber gemacht. Bis dann. Okay, cool. Danke dir. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder und ihr hört uns Ciao. nächste Woche wieder. Bis dann, mach's gut.